nicht drüber spreche. Baba Kanjar, Erik Meyer, es scheint so, dass ihr euch gut kennt. Wir kennen uns schon lange. Wir kennen uns schon lange und haben wir vor 5 Jahren auf Malle getroffen auf eine schöne Abend. Aha, erzählt man sich von diesem Abend noch? Ich spüre es jetzt noch in meinem Leber, wenn ich darüber nachdenke. Ja, es war nach der Saison und da muss man auch mal locker sein, oder? Genau. Und da haben wir riesen Spaß gehabt. Ja, und ich glaube, dass das wichtig ist. Wir müssen uns aber keine Angst machen, dass Babacar nochmal von der dritten in die zweite Liga wechselt, kurzfristig. Nein, ich denke nicht. Unsere junge Mannschaft könnte er Vater von einigen Spielern sein. Das wollen wir ihm nicht antun, dass er da auch noch da links und rechts die Pampers sauber machen muss. Nein, lass ihn schön bei euch. Das Grün steht ihm gut und das ist überhaupt kein Thema. Er soll fit bleiben und wichtig sein. Ihre Meinung heute zum Spiel der Preußen und auch zu Ihrem Freund Babacar? Ja, da waren sehr gute Ansätze dabei und ich denke, dass das... Wenn die haben ja auch viel durchgewechselt, genau wie wir das auch getan haben. Und ja, da waren gute Bewegungen dabei. Und ab und zu hatten wir ja Mühe, ab und zu mal einen Angriff zu folgen. Das heißt, dass ihr auf einem guten Weg seid. Babacar, kannst du den Aachenern auch noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben? Aachen, die haben eine junge Mannschaft. Und ich drücke dir die Daumen, dass sie dieses Jahr auch vorne ein bisschen mitspielen. Dann würde ich mich schon freuen, auf jeden Fall. Damit ihr dann nächstes Jahr auf Mallorca wieder beide zusammen euch treffen könnt. Ich glaube, dieses Jahr würde er keine Zeit mehr haben, weil er muss wieder eine neue Mannschaft wieder aufbauen, dass in 2 Jahren in die erste Liga kommt. Aber wenn ihr aufsteigt und wir steigen auf, dann können wir ja einen Termin machen. Okay. Abgemacht? Abgemacht.